Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali zu einer neuen Runde DSA 5, Klingen der Nacht. Und heute mit dabei der Rerion als Lot hier. Moment. Jedes Mal, yes, ich hier da. Der Norden vergisst nicht. Immer. Ja, und irgendjemand schimpft da gerade. Egal. Mit dabei auch Leopardin 202 als Ilva. Hallo, guten Abend. Und der Pölle als Goswin. Schuhu. Und last but not least Feder als Ikayu. Abend. Ja. Ja, wir befinden uns im Abend, diesem schönen Abenteuer hier. Ich halte es noch mal kurz in die Kamera. Hier, ja. Die Klingen der Nacht spielt in Aventurien. Und wenn das jetzt hier alles irgendwie klappt, kann ich auch noch mal kurz, wie immer, die Karte einblenden für euch Zuschauer da draußen, die ihr immer noch nicht wisst, wo wir dran sind. Moment, wo ist es da? In dieser Region spielen wir und unsere Helden haben sich auf dem Weg nach Friesow kennengelernt und haben den Untergang Friesows mitbekommen durch einen Angriff von Dunkelelfen, haben dann den Flüchtlingstrack aus Friesow heraus, weil es ist Winter, Richtung Glündhaven geführt, wo wieder ein Angriff der Dunkelelfen stattgefunden hat und nur durch göttliche Intervention der dort ansässigen Praios-Priester zurückgeschlagen wurde und natürlich auch mit kampffertigen Einsatz der Helden. Dann sind sie zurück Richtung Heimat von Ikayu und Lothir nach Frigorn gereist und haben dort einige Abenteuer erlebt, bis sie feststellen mussten, dass auch Frigorn dem Erdboden gleichgemacht wird. Sie konnten vorher allerdings die Stadt noch evakuieren, haben es aber nicht geschafft, die Dunkelelfen daran zu hindern, eine uralte mythische Bestie im Blauen See zu beschwören. Und diese hat dann Frigorn vernichtet und konnte nur besiegt werden, indem Lothir ein äußerst zweifelhaftes Ritual gemacht hat. Dessen Ausgang es war, dass die Bestie verschwand samt ihrer Beschwörer. Aber seitdem geht es Lothir nicht mehr so gut. Ihm ist kalt, er hört Stimmen in seinem Kopf. Er hat einen Drang dazu, wegzulaufen und seine Freunde zu verlassen, ins Eis zu gehen. Und beim letzten Mal wäre er beinahe in eine Eisspalte hineingesprungen, hätten Goswin, Ikayu und Ilva ihn nicht daran gehindert. Und merkwürdigerweise hat Goswin dann, nachdem sie ihn da gerettet haben, in der Eisspalte einen toten Magier entdeckt, der auf der linken Hand ein Magiersymbol trägt und schon ziemlich lange anscheinend im Eis ist. Dann gab es kurze Irritationen, wie man denn mit diesem toten Magier umgehen soll. Aber Goswin schultert ihn jetzt. Ihr seid auf dem Rückweg aus den Gebirgen wieder zurück in die Höhlen, in denen die Bewohner von Frigorn ihren Unterschlupf gefunden haben. Und die letzte Szene beim letzten Mal war es, dass Lothir, der von Ilva getragen wird, nach vorne blickt, Ikayu stapft voran im Schnee und diese Stimme wieder zu Lothir spricht, wenn sie nicht hören wollen, müssen sie fühlen. Und wie von einer Art Messer Ikayus Mantelsaum zerschnitten wird. Das ist das, was Lothir mitbekommen hat, der ziemlich gepeinigt und geschunden ist von der ganzen Aktion. Und hier treten wir auch wieder die Szenerie. Kriege ich davon was mit, dass irgendwas an meinem Mantel säbelt? Nee, erstmal nicht.
ist nur so ein kleines Stück, was eingeschnitten wird am unteren Saum. Nicht gut, nicht gut. Wie weit haben wir es noch bis zu den Höhlen? Es ist nicht mehr weit. Ihr wart ja jetzt auch nicht so weit weg von den Höhlen gewesen. Lothier war ja in die Berge hoch. Und Veta ist schon wieder weg. Ja. Da ist sie wieder. Ja. Also in die Berge hochgestapft und ja. Vielleicht noch, keine Ahnung, 10 Minuten zurück. Ja, gut. Rausgehen mit Liska würde ich versuchen, die Umgebung im Auge zu behalten und immer mal wieder einen Blick über die Schulter zu werfen. Um zu sehen, dass mit unserem Track nichts passiert und dass Lothier nicht den Mantel auszieht, um vielleicht doch noch zu erfrieren auf dem Rückweg. Im Moment traue ich ihm alles zu. Ehrlich gesagt, der hängt wie ein total schlapper Mehlsack bei Ilva drin. Es ist gut wie ein schlapper 100 Kilo schwerer Müllsack, aber es ist egal. Er hat bewiesen, dass er zu solchen Dummheiten fähig ist. Er murmelt immer wieder leise vor sich hin, nicht gut und Augen krallen. Krallen. Ja. Genau das. Was brabbelst du da wieder alle vor dich hin? Ja, Liska kläfft und tollt durch den Schnee. Ja, ich weiß, du freust dich, dass Lothier wieder da ist, aber wir müssen aufpassen. Ilva, ist er noch bei Bewusstsein? Der brabbelt hier die ganze Zeit was vor sich hin, aber ich verstehe es nicht so richtig. Und er wiederholt es wohl irgendwie, aber irgendwas nicht gut. Gefahr. Krallen. Und jetzt sagt er Gefahr gerade. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ich werde euch alle töten. Was wird uns alle töten? Das. Ich nehme Lothier von meiner Schulter runter und lass ihn vor mir in den Schnee plumpsen. So, du musst jetzt erstmal erzählen. Die kalte Hand. Der schwarze Schwan. Die kalte Hand auf der Schulter. Was will uns töten? Die Kälte, die das Herz verschlingt. Ja, Kälte ist echt gefährlich, aber da kann man sich gegen anziehen und so. Und also man kann. Wir sind lange genug hier im Eis unterwegs, um zu wissen, wie wir uns hier auch schützen können. Das ist so ein richtig fiebrigen Blick gerade. Es wird uns alle töten. Es schneidet, es reißt. Es zerschneidet die Freude. Unter den Saum. Ich guck mir seinen Kopf an, ob er irgendwie eine Beule hat oder so. Ist er irgendwie gegengerannt? Nee, nicht wirklich. Er hat halt, vielleicht ein paar Schürfwunden und Kratzer vom Aufstieg und vom Kampf. Aber sonst. Und Fleck auf der Brust, den man nicht sieht. Auf sowas Götter und Kulte oder Sagen und Legenden würfeln, ob mir das irgendwas einfällt, schwarzer Schwan, Hand auf der Schulter. Ja, würfel. Okay. Nehmen wir das mal. Ach, das sieht doch gut aus.
Schau mal. 9, 17, 12. Jetzt geht auf Klugheit. Habe ich eine QS? Nicht so prickelnd. Tja, also vielleicht, ja, schwarzer, also der Schwan ist ja das Zeichen von Ifirin, aber die wird immer dargestellt als weißer, schneeweißer Schwan. Wenn er jetzt vom schwarzen Schwan faselt, genau das Gegenteil. Und Hand auf der Schulter. Damit kannst du jetzt überhaupt nichts anfangen. Geist vielleicht. Ja, wahrscheinlich hat er sich einen Rachegeist eingefangen oder Schlimmeres. Verdammt. Ich bin kein Schamane. Wir müssen ihn zu Gyutanok bringen. Vielleicht weiß der, was wir tun können. Oder kann zumindest mal herausfinden, ob wirklich sich ein schlechter Geist an ihm festgesaugt hat. Was meinst du, Gaswin? Ich weiß nur, dass wir jetzt uns langsam ein bisschen beeilen müssen. Ich kann ihn nicht mehr ewig tragen. Ich habe doch gesagt, du sollst einfach nur ein bisschen Schnee drauf tun. Das hast du jetzt davon. Und schmeiß mir Lothir wieder über die Schulter und stapf los. Ja, dann kommt ihr zurück in den Höhlen an. Das große Zelt, was Ikai und Goswin gehört, ist ja immer noch da. Groß. Ja, ist schon relativ groß. Red nicht schlecht über unser Zelt. Definitiv nicht. Ja. Da war immer schon Yeti drin. Also, also ihr habt zumindest ja. Alle da drin Platz, wenn der Yeti nicht da ist. Das ist gut. ja, wenn wir da sind, gehe ich mit einmal nach draußen, hole mir Schnee, hänge den übers Feuer. Schmelzt den Schnee, damit ich mal Lothirs Erfrierung behandeln kann und dem irgendwie warmes Wasser einflößen kann, gegen die innere Kälte etc. pp. Mhm. Ja. Die Salbe, die Jutta Luk vorbeigebracht hatte, steht auch irgendwann auf so einem kleinen Schemel. Hat er da gelassen. Ja, Lothir, ist nicht wirklich viel wärmer geworden. Also man merkt die Wärme des Feuers. So, aber es will nicht wieder diese Wärme einkehren, die du gewohnt bist. So. Also es ist merklich wärmer als draußen, das merkt man schon, aber irgendwo ist das nicht so angenehm. Kalt. Dich wird er sich zuerst holen, Kind. Das Eis. Das eiskalte Herz. Das, was lieb und teuer ist, stirbt zuerst. Ist dann Nerala nicht in viel größerer Gefahr als ich? Sie ist aber nicht hier in meiner Nähe. Wir kriegen das schon wieder hin, Lothir. Was macht ihr denn mit dem Leichnam? Ja, also sobald ich da ankomme, stiefel ich wahrscheinlich relativ schnell auf Gyutanoks Zelt zu und rufe so,
Hey da, wir haben jemanden gefunden, der muss untersucht werden. Und legt den dann wahrscheinlich so kurz bevor mein Zauber aufhört zu wirken. Vielleicht schleppe ich mich auch sogar die letzten 3 Liter noch dahin. Und legt den dann ins große Feuer vor Gintonovs Zelt. Okay, ja, Gintonov kommt raus, schaut dich an, schaut sich so dann den Körper an, schaut dann so zu dir hoch. Echt tot. Ja. Kluger Mann. Ein Freund von dir. Nein. Dieser Herr, sieht er eigentlich irgendwie südländisch aus? Nee, nicht wirklich. Also kommt drauf an, für Jutanuk vielleicht schon. Dieser Herr kommt bestenfalls aus einem anderen Viertel der Stadt. Ah. Wo habt ihr den gefunden? In einer Gletscherspalte. Oh. Ja, das kann ziemlich gefährlich sein, wenn man alleine unterwegs ist in den Bergen. Das ist richtig. Können wir den irgendwie untersuchen? Vielleicht kannst du ja herausfinden, woran er gestorben ist. Der hat auch so komische Schriftzeichen im Saum. Ich kann ihn nicht lesen. Ich auch nicht. Hast du irgendwelche Möglichkeiten, die lesbar zu machen? Nein. Ich habe mal gehört, dass es Magie gibt, die... Ja, das habe ich auch gehört, aber das kann ich nicht. Braucht man hier oben nicht. Wir sprechen eigentlich alle. Ryuka. Ja. Außer dir. Dann werde ich mir wohl mal die Zeit nehmen und diesen Herrn sehr eingehend untersuchen. Zum Beispiel interessiert mich die Innenfläche seiner linken Hand. Kann ich da irgendwas draus entziffern? Ja, mach doch mal eine Magiekundeprobe. Gern. Drei Qualitätsstufen. Ja, mit 3 Qualitätsstufen erkennst du ziemlich sicher das Magiersiegel der Akademie zu Brabak. Wahrscheinlich sieht man meinem Gesicht, nachdem ich mir das so angeguckt habe, ich guck mal, sieht man meinem Gesicht an, dass ich nicht besonders erfreut darüber bin, was ich da sehe, sondern eher schockiert. Ich laufe ein bisschen weißer. Alles gut? Das weiß ich noch nicht. Ich glaube, vielleicht, naja. Also wenn ich mir das hier so angucke, denke ich, ja, ist irgendwo runtergefallen. Dieser hier Wirbel, der vom Hals ist gebrochen. Pack den besser nicht an. Warum nicht? Ich stupst ihn so an. Nein! Also renk ihn auf jeden Fall nicht wieder ein. Ich weiß nicht, ob der dann nicht wieder aufsteht. Was? Naja, ich zeig ihm mal die Innenfläche der linken Hand. Also das ist so etwas wie der Ausweis eines Gildenmagiers, das Siegel. Und diesem Ausweis nachzuurteilen, ist dieser Herr ziemlich sicher ein Nekromant. Oh. Ja. Oh.
Das ist nicht gut. Dann. Ja. Ich werde den wahrscheinlich noch ein bisschen genauer untersuchen müssen. Ja. Machen wir denn jetzt mit einem Nekromantentoten hier? Na, erstmal untersuchen wir ihn und dann starten wir ihn bohrungsgefällig. Was wollen wir sonst mit dem Typen machen? Wenn wir früher einen Nekromanten im Verdacht hatten, haben wir ihn mit dem Gesicht nach unten beerdigt. Wir fragen gleich mal den Geweihten, sobald er wieder ansprechbar ist. Geht's ihm wieder besser? Hat er mit seinem Gott Zwiesprache gehalten draußen? Naja, also ich würde mal sagen, besser als komparativ kommt immer darauf an, wie es ihm vorher gegangen ist. Und vom vorherigen Standpunkt aus zu urteilen, ja, es geht ihm besser. Das ist gut. Nein, das ist nicht gut. Noch lange nicht. Ihr Südländer verwirrt mich. Ihr habt's hier nicht so mit Grammatik, oder? Egal. Kann ich denn dafür, wenn du meine Sprache nicht sprichst? Ich lerne sie ja gerade. Lass mich jetzt bitte diesen Typen untersuchen, ja? Bin ja schon ruhig. Danke. Und ich schaut dir so auffällig über die Schulter und guckt genau, was du da so machst. Dann werde ich mir mal so, also ich werde mir vor allem erstmal die Kleidung angucken, gucken, was der da drin hat, zwischendurch mal so, wenn Jutanek zu aufdringlich wird. Ja, hat er irgendwas dabei oder hat er einfach nackte Robe über? Eigentlich nichts großartig dabei. Der hat diese Reiserobe an. Darüber so ein bisschen Schutz gegen die Kälte. Aber er hat jetzt irgendwie keine. Er hatte ja diesen Rucksack mit. Ansonsten hatte der nichts. Du hattest ihn auch, glaube ich, schon mal grob durchsucht gehabt. In der Spalte schon. Er trägt kein Amulett oder irgendwas. Dann gucke ich mir erstmal den Rucksack an, aber mit der Kneifzange. Ja, der ist vollgestopft mit Papyrusrollen und klein in Leder eingebundenes Büchlein findest du auch. Die gucke ich mir alle an. Mhm. Moment, nein, ich nehme sie erst mit ins Zelt. Zu den anderen. Und lässt den Leichnam bei Jutanuk. Jutanuk, kannst du kurz auf den Leichnam aufpassen? Ich alleine mit einem Nekromanten? Wer sonst? Du bist der Schamane. Wer wäre besser geeignet? Unser Geweihter ist gerade... Nituk! Nituk! Gute Unterstützung. Komm mal her, Nituk! Sehr zufrieden mit mir selbst. Schultere ich den Rucksack und gehe ins Zelt. Ja. Da sitzen Ilva, Ikario und Lothir. Lothir in Decken eingehüllt und immer noch zitternd. Lothir, wie geht's dir? Großartig. Ich bin neu geboren. Ich spare mir jetzt einfach mal die Menschenkenntnisprobe. Tut mir leid mit der Nase. Kein Problem. Soll ich die eigentlich mal richten? Oder möchtest du, dass sie so zusammenwächst, wie sie gerade ist? Und weg. Tja. Ihr lieben Discord. Ja, los, komm. Ich leg den Rucksack ab.
halt mich an irgendwas fest. Ich weiß ja jetzt, wie weh das tut. Soll ich dich festhalten? Okay. Tief durchatmen. Mhm. 3, 1 und dann drücke ich in die Nase gerade. Mach mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Das tut ziemlich weh. QS. Ah, wie ein Indianer erträgst du den Schmerz. Gib mir keine Blöße. Wie ein Niveau. Und weg. So. Sag mal, Lothir, ist der Kerl da draußen ein Freund von dir? Kennst du den? Wen ging die Frage? Nee, glaub nicht. Ich habe ihn mir aber auch nicht näher angesehen. Erinnerst du dich, dass du ihn Mutter genannt hast? Er tritt dann so ein wehmütiger Ausdruck in sein Gesicht. Ich habe dort unten jemanden stehen sehen. Eine Frau, ganz in Weiß. Ich dachte, sie wäre es. Sie wäre wer? Die, die mich gerettet hat. Vielleicht auch die, die mich geboren hat. Ich weiß es nicht. Ich nehme rüber zu Lothir und schließe ihn in die Arme. Also er umklammert fast schon mit aller Kraft deine Hand, auch wenn er da jetzt weit weniger Druck hat, als er das sonst hatte. Ja, da du sitzt, bin ich ja fast genauso groß wie du. Deswegen kann ich dich auch ordentlich in den Arm nehmen. Und ich drücke dich dann an mich und sag: Mach das bitte nie wieder. Wir schaffen das zusammen, ja? Alles Gute und Warme zieht es aus dir raus. Bis sich alles verkehrt in Eis, Schmerz und Kälte. Und es dann sag mir, wie wir es aufhalten können. Wahrheit wird. Sag mir, wie wir es aufhalten können. Und dass du stirbst, ist keine Option. Ich dachte nicht, dass sowas mich befallen könnte überhaupt. Was? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es der eisige Jäger. Okay. Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um euch darüber aufzuklären, was ich gerade über den Magier herausgefunden habe. Der Herr kommt seinem Akademiesiegel nach aus Brabak. Das ist eine Stadt sehr weit im Süden. Weiter als Lovang? Viel weiter. 5-mal so weit. Also danach kommt im Prinzip nicht mehr viel Süden. Okay, Ikaio speichert sich Brabak als südlichsten Punkt ab. Nicht das Verkehrte. ja, also
Diese Magierakademie ist bekannt dafür, Dämonologen und Nekromanten auszubilden. Yay! Für welche? Luthier spuckt einmal quasi vor das Feuer. Also die sind blöd, ne? Diese Demo und in Nekro. Ja. Ilva, stell dir mal Götter vor, ja? Ganz kurz. Dämonen okay. Sind das Gegenteil. Das Gegenteil von Göttern. Richtig. Und damit gut. Wollen die was zu tun haben? Eigentlich wollen sie die beherrschen. Die wollen Götter beherrschen. Nein, Dämonen. Ja, aber du hast gesagt, die sind das Gegenteil von Göttern. Also genau. Sind sie ja quasi auch Götter. Nein, dann werden sie ja nicht das Gegenteil. Dann werden sie ja auch Götter. Christian, ich glaube, du bringst die Damen durcheinander. Aber warum? Ist doch ganz einfach. Aber der Typ ist böse, ja? Weiß ich nicht, er ist tot. Dann interessiert er sich für dasselbe, für das sich die Eishexe interessiert hat. Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass er aus einem anderen Grund hier unterwegs gewesen ist. Zum Beispiel? Zum Beispiel zum Zweck der Austreibung. Also nicht alle Dämonologen wollen ausschließlich Böses, nur weil sie Dämonologen sind. Oder er wollte sehen, ob er irgendwas in Zurbarans Haus finden könnte. Das kann natürlich sein. Dann wäre der da bei der Spalte aber auch ein bisschen vom Weg abgekommen, ne? Naja, vielleicht war er schon. Ich würde sagen, der hätte sich ja ordentlich verlaufen. Also er kommt ja sehr aus dem Süden. Vielleicht hat er es nicht so mit dem Eis. Ich sag's jetzt mal so, im Süden schneit es nicht. Mhm. Im richtigen Süden. Mhm. Ja, klar. Ja, was für ein grausiger Ort. Es ist deutlich wärmer. Das war ein grausiger Ort. Naja, wobei im Augenblick. Aber du hast nicht herausgefunden, was er hier wollte. Wie denn? Er ist tot. Keine Ahnung. Zwei Dinge werde ich nicht tun. Ich werde ihn nicht fragen, weil ich es nicht kann. Und ich werde ihn nicht wiedererwecken, weil ich es nicht kann und nicht tun werde. Ja, aber vielleicht hat er sowas dabei wie so ein Soldbrief oder Händler haben auch manchmal so eine Inventarliste oder überhaupt ein Stein. Mit diesem Grinsen halte ich den Rucksack hoch. Ja, das werden wir jetzt rausfinden. Gemeinsam. Mit Lothar scheint nach Worten zu suchen, fällt ihm wohl gerade ein bisschen schwer. Paraphernalia und Donaria des Gegenspielers Firuns kenne ich mich etwas aus. Dann werden wir doch mal in den Rucksack schauen. Und ich ziehe mir Handschuhe an und mache dann noch mal vorsichtig den Rucksack auf. Aber ich fühle mich wie 90. Soll ich das Feuer wärmer machen? Ist dir kalt? Ja. Na, das Feuerwärme. Machst den Rucksack auf und ziehst das erste Pergament heraus und betrachtest das erstmals zusammengerollt und auch irgendwie zusammengesiegelt. Das Siegel weiß ich nicht. Also mach mal eine Etiketteprobe. Zwei Qualitätsstufen. Dann kommt dir das Siegel zumindest mittelreichisch vor. Und das ist so ein bisschen abgeschabt und schon ziemlich alt. Aber das könnte ein kaiserliches Siegel sein. Sogar.
Es ist noch nicht gebrochen. Nee. Interessant. Ja, es ist ein kaiserliches Siegel hier. Also vom Mittelreich. Ihr seht mir alle nicht so aus, als seid ihr Mittelreicher. Ich würde mal vorschlagen, wir öffnen es, um es dem richtigen Empfänger zuordnen zu können, oder? Nur dir schmunzeln kurz, ich kenne ein bornisches Wappen. Ein bornisches Wappen. Sieht das so aus? Ich halte mal das Siegel hin. Nein. Dann kennt dieses Siegel keiner von uns. Wir werden mal in den Brief schauen. Ja, wie gesagt, also Goswin ist der festen Überzeugung, dass es das kaiserliche Siegel ist. Ach so, ich bin sogar der festen Überzeugung. Ja, dann ist ja gut, dann machen wir das jetzt einfach auf. Ja, macht es auf und ja, ihr findet darin beschrieben einige... ja, also es sieht so aus wie so ein Bericht oder so eine, ja, so eine Materialauflistung und so eine Anweisung fürs Militär und für einen Militärsbefehlshaber. Du überfliegst es kurz und hat irgendwas damit zu tun, dass man Rechte hat, also die militärischen wie nennt man das? Also, dass man das Recht hat vom Militär des Kaiserreichs, des Mittelreichs, Gegenstände und Ausrüstung zu akquirieren. Und dann ist dann fest aufgezählt, was genau man darf und was nicht. Und es sieht so, wenn man das überfliegt, irgendwie so ein bisschen so expeditionsmäßig aus. Also Spitzhacken, Seile und sowas. Also, wenn ich das hier richtig deute, und unser Freund diesen Brief nicht irgendeinem anderen aus seinen kalten Händen genommen hat, war er im Auftrag des Mittelreichs unterwegs und durfte sich wahrscheinlich im Kaiser Gerbald fort ausrüsten. Vermute ich es. Na, das stellt mein Vertrauen ins Mittelreich. Naja, aber vielleicht war er ja wirklich hier, um irgendwas auszutreiben. Wer weiß? Ich sag ja, nicht alle Schwarzmagier sind üble Typen. Gibt doch. Was für ein Wolf macht er dann da oben auf dem Berg? Vielleicht hat er versucht, sich zu teleportieren und es ist grandios in die Hose gegangen. Was ist teleportieren? Eine Art zu reisen, bei der man sich nicht bewegt. Ich verschwinde hier und tauche da wieder auf. Tschüss. Genau so. Das ist aber heute extrem. Siehst du, so funktioniert das. Das können sich auch nur Magier ausdenken. Reisen, ohne die Füße zu bewegen. Nicht so meine Art, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich schaue mir dann doch Aventurien lieber von oben an. Ja. Luke reibt sich so über die Brust. Dann, wenn du weiter guckst, das nächste Schriftstück, was dir in die Hände fällt, ist nicht gesiegelt, aber eingerollt. Das ist eine Ausschreibung. Und da ist er weg. Ach, was ist denn heute los? Heute. Ja. Ich weiß es nicht. Tja. Ja, also das zweite Schriftstück ist nicht gesiegelt, es ist eingerollt. Es ist eine Art Ausschreibung, so ein typischer Anschlag, wie man ihn an einem schwarzen Brett auf einem Marktplatz anschlagen würde. Und unterzeichnet ist es mit Fimbertio
Gaziano von Ceres. Und es wird gesucht, edle Recken für Expeditionen in den Norden. Aber der Name klingt ja jetzt so ganz und gar nicht mittelreichisch. Nee. Eher horasisch. Ja, kenn ich diesen Typen? Nee. Gehört? Noch nie was von dem gehört. Aber kannst mal eine Probe machen auf was gibt's denn da? Gelände? Nee, wer ist das hier? Nicht Geländekunde. Geografie? Geografie, genau, ja. Mal gucken. Eine QS. Eine QS. Ja, mit einer QS wird der dir nichts sagen. Ja, okay. Scheint ein Anwerberschreiben zu sein. Also ich vermute mal, dass dieser Herr sich einer Abenteuergruppe angeschlossen hat, um einen gewissen Fimberto Glaciano von Ceres. Genau der. Das würde einiges erklären. Zumindest, wenn man hier ist. Und das würde auch bedeuten, dass hier irgendwo noch eine Truppe an Expeditionsleuten durch die Gegend läuft. Wenn dieser Herr nicht schon mehrere hundert Jahre im Eis liegt. Oder die liegen tiefer in der Spalte. Oder sie haben ihn da reingeschubst. Ja, was? Auch das wäre möglich. Ich habe gehört, die Südländer haben es nicht so mit Zusammenhalt. Ich weiß nicht. Und wenn sie nicht wussten, dass er ein Schwarzmagier ist oder ein Nekromant und das dann plötzlich rausgefunden haben, während sowieso schon alles drunter und drüber ging, also tut mir leid. Das ist wahrscheinlich dann vielleicht eine Fehlinterpretation gewesen. Wissen wir nicht, können wir nur mutmaßen. Nächstes Beweisstück. Ja, holst das nächste Schriftstück raus. Dabei handelt es sich um eine mit einem Kohlestift gezeichnete Karte. Und Goswin kennt sich nicht so gut aus hier im Norden, aber Ikayo und Lothir gucken dir ja auch über die Schulter und Ilva ja auch. Und die erkennen zumindest die Grundzüge der Geografie hier aus dem Norden. Und Goswin kann zumindest die Städtenamen erkennen, die eingezeichnet sind. Du erkennst Frigorn und den See. Und du erkennst weiter im Westen auch Kela. Und die Karte enthält also nicht nur eine Zeichnung der ungefähren Umgebung mit den Gebirgen und mit der Ebene, mit dem See, sondern die enthält auch Markierungen. Zwei Stück sind ziemlich auffällig, und zwar eine Markierung mitten in der Bernsteinsee, also im Wasser, und eine auf halbem Wege zwischen Kela und Frigorn. Und am Rand der Karte steht auf kusslicher Zeichen gekritzelt Hochelfisch? Fragezeichen. Und es geht eine Linie zwischen den beiden Markierungen hin und her. Eine gestrichelte Linie, die nicht mit dem Kohlestift, aber mit einer Art Tinte irgendwie eingezeichnet wurde. Und das ist Hochelfisch, ist auch mit Tinte geschrieben. Das ist eine ziemlich, gar nicht mal schlechte Karte der Gegend hier.
Was ist da? Und ich zeige auf die Markierung an Land. Soll da irgendwas sein? Na, irgendwas wird da ja sein, sonst gäbe es da keinen Grund, eine Markierung zu setzen, oder? Deswegen meine ich, ist mir da irgendwas bekannt, dass da was sein soll? Also es ist zumindest keine Route, wo man normalerweise irgendwie lang reist. Es ist irgendwie ja auch im Gebirge drin. Und da war Lot hier noch nie. Ekaio auch nicht. Das ist am Gebirgszug, aber da war ich noch nicht. Da reist man normalerweise auch nicht lang. Also guck, der Weg nach Kela geht ungefähr hier lang und sie fährt quasi mit dem Finger einmal über die Karte, was halt um den Punkt herum geht. Ist ein ziemlicher Umweg und auch gefährlich. Und man geht auch eigentlich nicht ins Gebirge, also nicht ohne Ziel. Das ist gefährlich. Das sind Tiere und Felsspalten und Lawinen und. Ilva kann mal eine Geografieprobe machen. Pianinger. Ach, sieht gut aus. Reicht die 13 oder reicht sie nicht? Sie reicht gerade, weil der letzte Intuition ist. Yes. Bei Klugheit verkackt. Okay. Dann hast du eine Qualitätsstufe, ne? Das ist so korrekt, ja. Ja, gut. Dann, du erkennst den Ort, der da markiert ist, weil dein Stamm da ein paar Mal in der Nähe gelagert hat. Das ist irgendwie da steht ein altes Gebäude oder zumindest die Reste von einem Gebäude. Irgendwie die Mythen deines Volkes erzählen von, dass die Götter da mal gewohnt haben. Dass es kaputt gegangen ist. Und deswegen haben sich da die Schamanen mal zurückgezogen, mal hier, mal da, also zu bestimmten Festen. Ich würde dieses Wissen dann der Gruppe mal kundtun. Das ist der Sitz der Götter. So, der Sitz der Götter. Der ehemalige. Werfen wir doch das Sphäre-Modell einfach über den Haufen. Das was? Das ist Ikaio zu viel. Raus. Und den habe ich geheiratet. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber sobald du wieder fit bist, Lothir, habe ich Lust, mir diesen Ort mal anzugucken. Heiliger Ort der Fjarninger? Und Elfen? Ja. Hochelfen? Also nur weil sie auf einem Berg leben, sind das keine Hochelfen. Grammatik. Also, ich habe vergessen, was zu beschreiben. Diese gestrichelte Linie, die da zwischen den beiden Punkten hin und her geht, ist auch noch bezeichnet mit Wall der Elemente. Mal das eine ist mitten im See oder naja, fast schon im Meer. Ja, nicht nur fast, das ist mitten im Meer. Ja, mitten im Meer. Naja, im Moment ist es das Eis. Packeis. Ja. Kenne ich den Titelball der Elemente? Mach mal eine Probe auf Magiekunde. Mach ich. Hattet ihr mir nicht erzählt, dass diese Nebeltochter euch gesagt hat, dass die Chakragar aus dem Meer unter dem Eis kamen? Ja, hat sie gesagt. Ja, genau. Und wir haben hier eine Markierung in der Bernsteinbucht, im Meer, unter dem Eis. Unter dem Eis.
2 QS. 2 QS. Ja, du hast du schon mal ganz grob was davon gehört, dass irgendwie bei dir an der Akademie irgendwie eine umstrittene elfische Dozentin mal eine Vorlesung gehalten hat zu elfischer Geschichte. Und anscheinend hätten die Vorväter der Elfen mal einen magischen Wall errichtet. Der wurde so bezeichnet. Also, man könnte, wenn man den Terminus Hochelfen aufnehmen möchte, ja, davon sprechen, dass die Hochelfen dort Du erinnerst dich auch noch an einen offenen Abend, den ihr an der Akademie mal hattet, wo ihr den großen Skalden Ohm Volker zu Besuch hattet. Der sprach auch von Hochelfen. Wobei aber die elfischen Dozenten, die es gab, bei dir an der Akademie immer so ein bisschen die Stirn gerunzelt haben und gesagt haben, das ist eine Legende, das ist, die Elfen kommen aus dem Licht und es gab irgendwie, ja, das sind Mythen, dass es ein Elfenvolk vor dem Elfenvolk gab und so. Aber angeblich hat die Lieder gesungen darüber, dass sie die Reste der elfischen Zivilisation gefunden haben und ja. Das war dieser Typ, der mit den Torvalern auch im Norden war, oder? Mhm. Es war allerdings deinen elfischen Dozenten sehr suspekt, was er erzählt hat. Ein Dozent. Vor allen Dingen, weil er davon erzählt hat, dass die Götter angebetet haben und sowas. Mhm. Elfen beten keine Götter an, war das. Und deswegen ist das auszuschließen. Haben sie wahrscheinlich auch nie getan. Unwahrscheinlich, hieß es immer. Wahrscheinlich unwahrscheinlich. Ja, es kommt drauf an, wie viel Vertrauen du in deine Dozenten hattest damals. Weiß nicht. Also ich meine, ich bin Graumagier, ne? Selber denken fetzt. Ja. Weiß man nicht. Es sind jetzt erstmal zwei gegenteilige genau. Erkenntnisse. Ich gehe mal davon aus, dass Ohm Volker auch behauptet hat, er wäre selber da gewesen. Ne? Ja, natürlich, ja. Hätte doch den Sagen, den Legenden umwobenen Himmelsturm gesehen und ja. Naja, und ich meine, ich kenne die Aufzeichnungen der Filiasam-Kampagne, oder? Ja. Die sind ja Aventurien weit bekannt. Die listen ja auch einen Ohm Volker. Ja, der ist auch dafür verantwortlich, dass sie aufgeschrieben wurden, ja. Ja, also von daher sind zumindest zwei gegensätzliche Thesen, die es im schlimmsten Fall in Einklang miteinander zu bringen gilt. Ja. Also könnte es sein, dass, dass die alten Elfen hier im Norden diesen Wall der Elemente errichtet haben. Vielleicht, um sich vor abtrünnigen schwarz gerüsteten anderen Elfen zu schützen. Vielleicht. Aber Goswin. Vielleicht. Was denkst du da oben zu finden? Also was gedenkst du da oben zu finden, was uns jetzt gerade in dieser Situation hilft? Ich würde sagen, alles. Alles an Informationen über diese Elfen. Vielleicht können wir ja eine Möglichkeit finden, diesen Zauber zu reaktivieren. Ilva findet zufällig in nächster Zeit ein fjandingischer Feiertag dort statt, dass sich da Schamanen oder Stammesangehörige aufhalten. Ich frage nur so aus reinem Interesse, weil wenn wir dort hingehen und dann zu Brei geschlagen werden, weiß ich nicht, ob das hilfreich ist. In der Tat wäre ein fjarnischer Feiertag. Ich weiß aber nicht, ob dein Stamm jetzt dieses Jahr dahin wandert oder nicht. Das ist immer, mal machen sie es mal nicht. Ja, kann sein. Also ein Feiertag ist aber, die sind da nicht jedes Jahr.
Könnte, muss aber nicht. Also, wenn wir sehr viel Glück haben, ist dort keiner. Und wenn wir nicht so viel Glück haben, platzen wir in ein heiliges Schamanritual. Also, so wie ich unser Pack hier kenne, platzen wir da voll rein und sind nachher gute Freunde mit denen. Dafür musst du dich erst mit denen prügeln und das überleben. Naja, wir haben ja Ilma. Ja, aber also du warst nicht dabei. Willst du da überhaupt hin, Ilva? Könntest wenigstens erst die Antwort abwarten, bevor du abhaust. Irgendwie mag uns heute das Discord nicht. Ich weiß nicht, was los ist, es tut mir leid. Vielleicht machst du die Kamera aus, vielleicht geht's dann besser. Eda, wir haben dich lieb, auch wenn das Discord dich vernachlässigt. Ja, also... Ich wäre nicht wahnsinnig scharf drauf, die da zu treffen. Aber, naja, wir haben uns alle wohl schon unangenehmen Dingen gestellt und ich kann da wohl nicht kneifen, ne? Wir müssen schließlich was rauskriegen hier. Obwohl ich eigentlich nicht glaube, dass an dieser alten Hütte, da war ich schon so oft und da ist mir nie was aufgefallen. Aber ich habe auch nie so genau geguckt. Keine Ahnung. Ja, ich werde wohl nachgucken gehen. Ihr habt hier auch in einem Haus direkt, also im Dorf direkt bei dem Haus gewohnt und wart nie drin, ne? Vielleicht nimmt man es auch nicht so wahr. Du musst auf jeden Fall nicht alleine hin. Ja, da möchte ich doch wohl sehr drum bitten. Keine Sorge. Ja, also das sind die Schriftstücke in Rollen. Es ist nur noch das kleine Büchlein da. Und wenn ihr das durchblättert, entdeckt ihr ein Tagebuch von Lessandro Ferrarius zu Brabac. Wie er entschließt sich der Expedition in den Norden anzuschließen. Also er hat sich der kaiserlich-derografischen Gesellschaft zur Erkundung des Nordens angeschlossen. Rund um den berühmten Derologen Fimberto Glanciano von Ceres. Und hatte aber so seine ganz eigenen Gedanken dabei. Denn, er ist irgendwie getrieben von einer Stimme gewesen, die ihn in den Norden verwiesen hat. Und er suchte danach, ein Bannritual zu vollführen, was man angeblich nur im Norden vollführen kann. Und dann wird es ein bisschen kryptisch und Goswin erkennt so eine Art Geheimsprache und kann so versuchen, so ein bisschen irgendwie so, du hast das mal bei Kommilitonen gesehen, das ist nicht wirklich genau verkryptisch. Aber es ist so eine Schülergeheimsprache, die man unter Magiern so benutzt. Kannst sie nicht wirklich, aber du kannst so ein bisschen was entziffern. Da geht es um den sechsten Tag des Namenlosen. Des Namenlosen, genau. Und um die damit verbundene Dämonenwesenheit. Und du liest auch den Namen. Aswa Jalit. Und wie der Lissandro darauf kommt, dass es im Norden irgendwie, dass dieser Dämon im Norden gebunden werden kann. Er verweist auf Abschriften von dem Chimerologen Zoberan, der zum sechsten Tag des Namenlosen geforscht haben soll.
Und außerdem wäre dieser Dämon ursprünglich einmal mit der dämonischen Präsenz von Nagrach in Verbindung gebracht worden. Und da im Norden der Firun herrscht, ist er überzeugt davon, dass man nur im Norden diesen Dämon bannen kann. Dann beschreibt er außerdem noch, dass dieser Dämon der Sage nach in ein Zepter gebannt worden ist. Von einer alten Rasse von Wesenheiten. Also steht dann wieder so Hochelfen, Fragezeichen dran. Und dass aufgrund dessen aber die Ortschaft, in der dieses Bannritual durchgeführt wurde, im Meer versunken ist. Und dann haben Effert und Firun entschieden, dass das Zepter niemals wieder an die Oberfläche kommen darf. Und deswegen haben sie die Insel, wo das Ritual stand, komplett von Dere verbannt unter ins Meer. Und dann kannst du jetzt mit deinem Scharfsinn irgendwie, vielleicht ist das die eine Markierung. Und ja, die andere Markierung ja, ist angeblich auch eine altes elfische Ruine, die da irgendwie mitten im Norden sein soll. Und er beschreibt eine Art Ritual um ein Tor, ein altes elfisches Tor, was nur mit Magie durchzogen ist, das sämtliche dämonischen Kräfte verbannt und aus Wirtskörpern sogar herausreißen kann. Also der Legende nach muss man durch dieses Tor gehen und dann wäre man quasi gereinigt von allem Nicht-Derischen. Und ja, der Magier hofft durch diese Erkundung des Nordens, durch den Derologen auf diese Ruine zu stoßen. Und ja, beschreibt auch dann auf den letzten Seiten die Expedition, wie sie ins Kaiser Gerbold fortkommen, wie er hochmotiviert ist, wie die ganze Truppe aussieht. So eine typische Abenteurergeschichte und Gruppe. Und ja, dass sie ein Winterlager aufschlagen und dann er schon Mauerreste entdeckt hätte, die ja wahrscheinlich zu einer hochelfischen Bastion gehören. Er ist sich nicht sicher, ob es genau die ist, die er sucht, aber auf jeden Fall hat er hochelfische Zeichen gefunden, da ist er sich ganz sicher und hat so eine kleine Zeichnung da drin und ist ganz sicher, dass er diesen Dämon da bannen kann und von derer ein und allem, also einfach erforschen, bannen kann und das Tor untersuchen kann. Und die letzten Einträge sind dann allerdings ein bisschen düsterer, denn er beschreibt, wie er vom Winterlager, also wie die Gruppe vom Winterlager aufbricht und er sich verfolgt fühlt. Und die Einträge werden immer kürzer und immer dahingeschmierter. Und der letzte Eintrag ist dann, dass der Wind ihn töten will. Und er spricht von einer kalten Hand auf seiner Schulter. Also ich habe das alles laut vorgelesen, was ich entziffern konnte. Und als ich das mit der kalten Hand lese, gucke ich so Lothar an, guck das Buch an, guck Lothar an, guck das Buch an, guck Lothar an. Jetzt haben wir zwei Gründe, dahin zu gehen. Ich freue mich sehr darüber, dass es Magier gibt, die ein bisschen akribischer arbeiten als ich und Tagebuch führen. Vielleicht solltest du damit anfangen. Nee. Zu viel Arbeit. Also, aber
soll ich... Ich habe kein Zepter kaputt gemacht. Ja, also, um das nochmal deutlicher zu machen, das kriegst du aus diesen Aufzeichnungen heraus. Also, der Dämon ist in das Zepter gebannt. Zumindest die Essenz des Dämons. Aber, ja, ein Teil des Dämons streift halt noch über Dere und deswegen wollte er ihn ja auch bannen und herauskriegen, wie man da hinkommt. Also, ne, also das Tor und das Zepter sollen irgendwie auch verbunden sein und wenn er einen Wirt findet von diesem Dämon und durch das Tor geht, hofft er irgendwie auch, dass dadurch, dass er da so ein Ritual vollführt, dass es dann die letzte Essenz, die dann in diesem Wirtskörper drin ist, durch den Ball der Elemente in das Zepter gesogen wird. Ist dieses Ritual irgendwo beschrieben? Ja, hat er dir. Also, es ist nicht komplett. Eigentlich ist es nur so ein bisschen eine magische Formel aufsagen und durch das Tor gehen. Das ist das Hauptelement, dass der Wirtskörper durch das Tor muss. Oh yeah, ich wollte schon immer mal schwarze Magie wirken. Hab ich gerade auch gesagt. Ja, du fällt alles auf dem Gesicht. Was? Ja, und Goswin. Das ist ein Anspruch, ist super! Goswin vermutet halt dadurch, dass er halt ständig sich mit diesem Dämon beschäftigt hat, dass er den vielleicht gerufen hat. Also den Geist des Dämons. Das vermute ich schon länger. Ja. Ich vermute auch, dass der übergesprungen ist, weil der Wirtskörper tot war. Ja. Lothir, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Welche willst du zuerst hören? Bitte verwende einfache Worte. Gut und schlecht. Nachricht. Welche willst du zuerst hören? Es muss immer eine Steigerung geben, also gib mir die schlechte. Du bist besessen. Hey, guck mal in Kanu an. Kanu guckt ihren Mann an. Kling nicht so fröhlich dabei. Also, das ist der Graumagier. Er ist besessen, ist das nicht fantastisch? So. Und darüber, dass du schwarze Magie willst, darüber reden wir beide auch nochmal, mein Freundchen. So kommst du mir nicht davon. Ich habe aber auch noch eine gute Nachricht. Jetzt bin ich gespannt. Wir besitzen die Möglichkeit, das zu ändern. Wir können für dich und für Dere ein gutes Werk tun, indem wir diesen Dämon bannen. Dafür müssen wir zu diesem Ort, zu diesem Tor. Und du musst so lange durchhalten. Goswin, du bist doch schon weit herumgekommen. Und du bist ein ziemlich schlauer Kopf. Danke. Hast du schon mal von einem Geweihten gehört, der von einem Dämon besessen war? Nein. Und ihr seufzt tief, blickt die Kaio an. Ja, wenn das kein Beweis ist. Was? Wie wird zu dir zurück? Daran glaube ich fest. Dass Ifir mich verstoßen hat. Und ich sage dir, sie wird zu dir zurückkommen. Vielleicht nicht jetzt. Vielleicht nicht morgen. Vielleicht nicht sofort, nachdem du das Tor durchschritten hast. Aber Ifir steht für Güte. Für Vergebung. Und wenn sie mir vergeben hat, wird sie dir auch vergeben. Daran glaube ich ganz fest. Und solange du es nicht kannst, auch für zwei.
Du hättest vielleicht die Weihe kriegen sollen. Er schmunzelt, sagt er. Dafür bin ich zu gewalttätig. Apropos, Goswin! Ja? Dieses Bannritual fällt in die schwarze Schule? Keine Ahnung. Wir machen einfach ein Ritual, von dem wir nicht wissen, was es genau macht. Das ist eine andere Geschichte. Soweit denke ich nicht. Unruhigend, dass du so enthusiastisch darüber redest, schwarze Magie zu begehen. Es ist ein Bannritual eines wahrscheinlich kompetenten Schwarzmagiers. Ich weiß nicht, was mir mehr Angst macht. Einmal über ganz Aventurien gereist, um es zu vollziehen. Ich bin mir recht sicher, dass wir Lothar ansonsten nicht mehr sauber kriegen. Also, ich denke, dass das unsere einzige Chance ist. Was mich sehr beunruhigt, ist dieses enthusiastische, fröhliche... Wenn du anfängst, Untote aus dem Boden zu holen, sage ich, ihr soll dich umkloppen. Soll ich das Ritual mit einer Trauermine vollziehen? Kann ich auch machen. Sie fasst dich an beiden Schultern, schaut dich an. Solange du nicht anfängst, Untote aus dem Boden zu ziehen oder Dämonen zu beschwören oder was weiß ich, was Schwarzmagier noch alles zu tun, Leute verfluchen. Nein! Gut. Nicht der Plan. Gut. Der Plan ist, Lothar sauber kriegen. Sehr gut. Guter Plan. Bleiben wir dabei. Lothar schnuppert mal an sich. Apropos, hast du irgendwas an deiner Brust? Du reibst da die ganze Zeit drüber. Den da. Deutet so auf Goswin. Ich glaube, da habe ich einen ziemlichen dicken Fleck. Von seinem Aufprall. Ja gut, ich werde schon gucken, dass ich dich reisefertig kriege. Irgendwas kriege ich schon hin. Dann wäre es gut, wenn ich jetzt noch ein paar Minuten schlafen könnte. Ja? Mhm. Aber nicht alleine. Gut, dann fangen wir an, die Reise zu planen. Ich schätze, Vorbereitung 1 bis 2 Tage maximal, dann können wir los. Das ist ganz schön lang. Wir brauchen Vorräte und wir können die Vorräte in der Höhle nicht belasten, weil die Dorfbewohner über den Winter kommen müssen. Das bedeutet, wir müssen im schlimmsten Fall jagen oder fischen. Wir sollten vielleicht mal runter in das... Wir sollten runter ins Dorf und gucken, ob da noch irgendwas ist, was wir gebrauchen können. Und ich muss noch ein paar Hunde für die Schlitten besorgen. Also, mit 2 Tagen sind wir gut dabei. Sehe ich ein. Ich würde vorschlagen, dass wir, Ilva, als erstes ein Begräbnis für Lissandro organisieren. Schwarzmagier lasse ich wirklich echt ungern unbegraben rumliegen. Aber wo willst du den denn eingraben? Die ist schon klar, dass hier der ganze Boden alles gefroren ist. Wie macht ihr das sonst? Schnee also drauf. Außer einfach Schnee drauf. Das ist ehrlich gesagt keine Option. Nein, aber du kannst ihn doch verbrennen besser. Haben wir nicht genügend Feuerholz, wir müssen sparen. Aber wir könnten ihn unter einem Steinhaufen begraben. Ja, oder das. Oder unter einem Schneehaufen. Aber wenn wir ihn verbrennen würden, käme er garantiert nicht wieder. Können das ihn noch in den blauen See werfen. Einer schaffen, sich da wieder zusammen zu puzzeln, wenn man ganz viele Asche... Teilchen
kaputt gegangen ist. Der blaue See ist keine Option. Ich habe das Gefühl, Wesen, die im blauen See liegen, haben die Tendenz, wieder herauszukommen. Nein. Ilva, wir werden den Job übernehmen, ins Dorf zu gehen und nach nützlichen Dingen zu suchen. Und auf dem Weg können wir vielleicht aus den Trümmern eine Menge Holz mit hochschleppen. Das kriegen wir hin. Und dann können wir vielleicht ein Feuer zum Begräbnis machen. Ich zeig dir, wie man das schön aufschichtet. Man muss gut aufpassen, dass immer auch Luft an das Holz kommt, damit es besser brennt. Das ist interessant. Ja. Ich sehe schon, ich habe mir die richtige Frau ausgesucht, um mit mir nach dem Holz zu suchen. Alles klar. Ikayo, sollen wir sofort gehen oder brauchst du jetzt erst unsere Unterstützung? Kommt drauf an. Lothir schläft zwar gerade, aber und sie zieht mal so einen Arm hoch mit den Erfrierungen und die Finger. Und nach Koalis Beschreibung vom letzten Mal, dass die schon schwarz angelaufen sind und er da auch kein Gefühl mehr drin hat, schließe ich daraus, dass er einige verlieren wird. Im wahrscheinlichsten Fall, dass sie nicht unbedingt retten kann. Das bedeutet, ich werde ein paar Amputationen vornehmen müssen, weil die ansonsten halt einfach anfangen zu faulen und irgendwann abfallen. Es sei denn, ich schaffe jetzt eine exzellente Heilkunde Wundenprobe. Also, ich kann es versuchen, ich werde mein Bestes geben. Vielleicht ist der ja magisch noch was zu retten. Keine Ahnung. Ich sehe schon. Würfel? Habe ich noch nie probiert. Kannst ja probieren. Ich schaue mir das Ganze. Genau, ich schaue mir das Ganze mal an. Ich möchte die 18 chippen. Mhm. Ja, dann habe ich es geschafft. Und habe. Moment. Scroll. 3 Qualitätsstufen. Wenn du dir seine Finger so ansiehst, er hat halt, er hat Erfrierungen an den Extremitäten, an Zehen und Fingern. Aber es ist jetzt nicht so stark, dass die, ja, also, dass man jetzt amputieren müsste. Wenn er das warm hält, halt, ne? Und ruhig vor allen Dingen. Viel schlimmer ist halt, dass er sich halt durch die Kletteraktion halt ja auch die Fingernägel ausgerissen hatte. Und so, also er wird seine Hände jetzt die nächsten Monate wahrscheinlich schlecht benutzen können. Wenn es da nicht noch irgendwie eine magische Möglichkeit gibt, das zu heilen. Also eine übliche Heilung würde sich bestimmt über ein halbes Jahr oder so hinziehen, bis er wieder ganz der Alte ist. Also das, was ich versuchen kann, die nächsten 2 Tage ist, ich werde jede Menge warme Umschläge machen. Ich werde mit der Salbe von Gyutanuk die erfrorenen Stellen massieren, um wieder Blut da durchfließen zu lassen und die Haut wieder schmeidig zu machen, die Muskeln zu entspannen. Ich werde versuchen, Finger, Hand und Gelenke durch Verbände ein wenig zu schienen, ohne ihn zu sehr in seiner Bewegungsfreiheit einzuschränken. Und ja, darauf achten, dass er das Ganze möglichst warm hat, während ich versuche, der inneren Kälte durch irgendwelche warmen Getränke entgegenzuwirken. Aber das ist alles, was ich tun kann, was für also die ausgerissenen Fingernägel, da kann ich nichts gegen tun. Ich weiß nicht, kannst du... Ich
mal schauen, was Marder so hinkriegt. Ich setze mich davor und reibe ordentlich, dass Wärme entsteht. Leg dann an die jeweiligen Stellen Hände auf, verflechte so ein bisschen die Finger und spreche immer mal wieder das Wort Saneris. Und dazwischen summe ich so, wie Magister Weißbrau es mir beigebracht hat bei schwereren Verletzungen. Mhm. Und schau mal, was sich tut. PIA. Oh, es geht um deine Finger. Oh, ja. Habe eine Qualitätsstufe übrig, aber ich glaube, das ist beim Balsam sowieso nicht so wichtig. Nee. Von daher kommt es ja darauf an, wie viel ASP ich, ich einsetze. Und ich werde jetzt mal, da es ja um schwere Verletzungen geht, werde ich mal durchaus 12 davon investieren. Okay. Ja, dann kannst du auch selber mal beschreiben, in welcher Form du Lothir Linderung verschaffst. Also es geht ja jetzt erstmal vor allem darum, die, die schlimmen Verletzungen zurückzuziehen zu lassen. Ich lasse das auch genauso wirken. Ich konzentriere mich. Stelle mir das gerade auch als Verwandlungsmarke ja auch extrem gerade vor. Ja, genau. Also ich im Prinzip, ich reibe ja und fange dabei schon an, die Formel zu sprechen und zu summen, bis meine Hände so ein bisschen glühen, so ein leichtes magisches Glühen. Dann lege ich die Hände auf. Und streich immer mal wieder über die Finger, über die Zehen, über die Gliedmaßen, konzentriere mich weiter, immer weiter mit meinen glühenden Händen und knete auch immer mal wieder die Stellen, sodass ich die erfrorenen Gliedmaßen, also sodass ich diese Erfrierung rauswächst, ja, also die Gliedmaßen werden jetzt zwar nicht länger, aber im Prinzip sieht es so aus, als ob die erfrorenen Stellen so ein bisschen zusammenwachsen, so als ob da neue Haut sich drüber bildet. Und Lothir wird das wahrscheinlich auch so spüren, dass diese Kälte einfach und das taube Gefühl und die Schmerzen einfach so sich zurückziehen. Nicht aus dem Körper raus, sondern als ob dein Körper diese Kälte einfach besiegen würde mit Hilfe der Magie. Ja, Lothir, das ist eigentlich ja ein ganz gutes Gefühl. Allerdings, empfindest du das gerade als ziemlich schmerzhaft und was falsch läuft irgendwie mit deinem Körper oder so. Irgendwas in dir drin wehrt sich dagegen und trotzdem kann es da nicht viel gegen tun, was Scotswind da mit dir macht. Also man sieht, wie er halt ein paar Mal das Gesicht verzieht oder wirklich schmerzhaft Luft holt. Dass du den Heilzauber sprichst. Also vor allen Dingen in dem Moment, wo halt die Wärme durch den Körper wieder gleiten soll. Hast du das Gefühl, dass er reflexartig versucht, die Finger mal wegzuziehen? Ich unterbreche dann natürlich ganz kurz mein Gesumme und stillhalten, knurr dich dabei so ein bisschen an. Nicht wehren. Das bin ich nicht. Es will das nicht. Es wird weitergemacht. Und so zieht oder verwächst oder verwandelt Goswin
auf Verwandlungsmagier-Art die Erfrierungen von Lothirs Extremitäten weg. Oder zum, ja, nicht ganz weg, aber zumindest lindert er sie so weit, dass Ikayu auch denkt, irgendwie, okay, das ist jetzt nicht mehr so schwierig, da jetzt großartig Linderung zu verschaffen. Eine leichte Erfrierung bleibt zurück. Damit kann ich arbeiten. Ja, man sieht halt auch im Zeitraffer, wie die Fingernägel nachwachsen und sich wie Goswinkel neue Haut bildet und die Fingerkuppen, die abgeschabt sind, sich neu strukturieren. Das sieht ein bisschen creepy aus, wenn man zuguckt. Weil sich so aus dem Nichts Hautzellen bilden und auf die alten draufsetzen. Und bevor die neue Haut drüber gewachsen ist, man das rohe Fleisch sieht, wie es wächst. Bis jetzt haben Ilva und Ikayu, also sie haben Goswin ja schon gesehen, wie er sich verwandelt. Aber das ist jetzt irgendwie, das ist halt, jetzt gerade wo er gesagt hat, der würde Schwarzmagie gerne machen, das ist so ziemlich creepy. Scheint das auch sehr zu genießen. Ja. Mit dem Schwang zwischen Faszination und Ekel. Ja, wenn du fertig bist, nimmt Ikayu dich auch nochmal in den Arm, Goswin. Das war echt... danke, aber... boah. Ja. Danke. Bitte. Oh Mann. Oh, ja. Ja. Da hast du ja wie einen prächtigen Mann geangelt. Und wessen Idee war das? Lothir lächelt schwach. Nicht nörgeln, genießen. Das war ausnahmsweise mal kein Nörgeln. Aber weißt du, sie blickt Ikayu mit einem sehr weichen Gesichtsausdruck an. Weißt du, warum ich es noch getan habe? Also euch. Nicht nur, weil du so unglücklich warst. Das hätte schon allein gereicht. Ich... Nirala. Weißt du, wie ich sie kennengelernt habe? Nein. Ich musste ja dir hinterher schleichen, um herauszufinden, dass du sie überhaupt hast. Sie ist eine Bronjaren-Tochter. Und den dreht so halt den Kopf, so wo Oswin noch vermutet, daher kenne ich das eine Wappen aus dem Bornland. Sie sollte verheiratet werden. Und sie floh von zu Hause. Sie wollte nicht verschachert werden an einen alten Sack, der sie als Trophäe in einen goldenen Käfig gesteckt hätte. Sie ist eine Kriegerin, eine, wie sie sagt, eine Nachfahrin der Theaterritter. Also floh sie
Sie hat allerdings nicht damit gerechnet, dass ihr Verlobter ihr tatsächlich Kopfgeldjäger auf den Hals hetzen würde. Was er tat. Sie stellten sie und es entbrannte ein Kampf. Sie sagt, es waren 6 oder 7. Und gegen sie alle hatte sie keine Chance. Sie haben sich einen schönen Spaß daraus gemacht, sich über die hübsche Bronjarentochter zu amüsieren. Dann kam einer von ihnen an und meinte, man müsste doch ein Exempel statuieren und hat mit einem Hammer auf ihr Knie eingeschlagen. Immer wieder. Dann auf das Fußgelenk, auf den Oberschenkel, auf den Unterschenkel. Und dann sind sie lachend abgezogen und sie hat sich tagelang durch den Schnee geschleppt. Ich war eigentlich nur unterwegs gewesen, um einer Spur nachzugehen. Angeblich hatte ein Norbade, er hat erzählt, er hätte einen weißen Hirsch gesehen. Und du weißt ja, wie irrsinnig die Leute dann darauf reagieren, wenn ein weißes Tier gesichtet wird. Und dann bin ich quasi über sie gestolpert. Sie war bereits mehrere Finger tief im Schnee eingesunken und von Schnee bedeckt. Immer mehr tot als lebendig. Und ich habe sie aufgenommen und eine Lagerstatt errichtet. Und ich schätze mal, mit der Gnade Iffens kam sie überhaupt wieder zu sich. Und sie war zuerst nicht sehr begeistert, einen Mann vor sich zu haben. Ich dachte, ich wäre ein weiterer Kopfgeldjäger. Zum Glück haben ihre Reflexe etwas gelitten. Und dann habe ich mich um ihre Verletzung gekümmert und das Bein war, das war furchtbar. Die Knochen standen heraus. Es war völlig schwarz verfärbt. Sie hatte Fieber und sie flehte mich an, sie zu töten, es zu beenden. Aber das konnte ich nicht. Und ich hatte nicht wirklich viel mehr dabei, außer mein Weidmesser und mein Speer. Ich wusste aber auch, dass die Siedlung nicht so weit entfernt war, also habe ich es riskiert. Und dir selbst das Bein abgenommen. Ich weiß selbst nicht mehr so ganz genau, wie ich es überhaupt geschafft habe, nach Frigorn zu kommen. Ich habe sie direkt in meine Hütte geschleppt und da verbrachte sie die nächste Zeit. Sie hatte fast keinen Lebensmut mehr. Was ist schon eine Kriegerin wert, die nur noch ein Bein hat? Ich habe ihr gesagt, dass es völlig egal ist, ob sie Kriegerin, Bäuerin, Bettlerin oder Schreiberin oder sonst was ist. Dass jedes Leben kostbar ist und man es nicht wegwerfen oder verschwenden soll. Ironisch, nicht wahr? Und ich weiß selbst nicht mehr genau, wann aber
Riskam-1 zu machen dann. Aber irgendwie haben wir beide wirkliche Worte vermieden. Keine Ahnung warum. Vielleicht hatten wir für etwas Angst, ich weiß es nicht. Schließlich kam sie auf die Idee, dass sie selber auf eigenen Füßen wieder stehen wollte und da ein Geschäft frei war in Friesow. Und sie sich mit Schmuck auskannte, warum also nicht? Also habe ich ihr ein Bein geschnitzt. Und von dort an begannen dann unsere gelegentlichen Treffen. Hatte etwas von einer Heimlichkeit, die eigentlich gar nicht nötig sein sollte. Aber wir haben es beide dann so beibehalten und es gab durchaus den einen oder anderen, der auch ein Auge auf sie geworfen hatte. Aber wir wussten einfach, dass es was anderes war bei uns beiden. Vielleicht, weil wir auch nicht mehr so jung und flatterhaft sind, wie es bei vielen der Fall war. Aber als du dann da standest und ich das Leid in deinen Augen gesehen habe, da musste ich daran denken, wie sie ausgesehen hatte. Und das gab den letzten Ausschlag. Danke. Wofür? Für all die kleinen und großen Wunder, die du vollbringst. Für all die Leben, tja, jetzt bist die du im Vorbeigehen oder sehr aktiv gerettet hast. Tja, ich denke, jetzt ist mal zumindest eine Zeit lang das Ungemüse dran. Du solltest nicht vergessen, dass du zu ihr zurückkehren musst. Dass du ihr sagen musst, was du nicht ausgesprochen hast. Ja, ich habe da gerade gut reden, aber... Hey, drück mal so deine Hand. Ich wollte nur sagen, du hast geheiratet. Ja, das ist richtig. Und dann so ein Klugschwätzer. Hey, das ist mein Klugschwätzer. Aus dem Süden. Der Schwunzel breit. So. Du blickst Goswin an, wenn du ihn anlächeln willst. Mhm. Also Lothir. Und verziehst so die Mundwinkel zu diesem sarkastischen Lothir-Lächeln. Und fühlst dich gerade in diesem kleinen Augenblick wie der alte Lothir. So ein bisschen, nur ein bisschen kälter und ein bisschen zerschundener. Aber dann, ein bisschen älter. Ja, aber dann siehst du den Schemen hinter Goswin. Das Feuer hinter ihm, was an der Feuerstelle prasselt, macht Rauch. Und es wirkt so, als ob dieser Rauch eine Gestalt annimmt hinter ihm. Und du siehst diese Klaue, die sich
Goswins Hals nähert. Lass ihn in Ruhe! Ja, also er lächelt dich an, Goswin, und dann lass ihn in Ruhe! Nimm deine Krallen von ihm! Ich guck mich mal um. Da ist das Feuer hinter dir. Es prasselt. Ja, Ilva, wir sollten, glaube ich, uns beeilen. Wir haben echt was zu tun. Ja, sieht so aus. Ja. Dann, Kayo, bitte lass dich nicht vom Dämonenrerian fressen. Ich hab Liska. Okay. Ihr wolltet Reisevorbereitungen treffen. Wie gut die gelingen die nächsten Tage, können wir ja gerade mal auswürfeln, indem wir eine Wildnislebenprobe verlangen. Einmal von... wer wollte jetzt die Vorräte in der Stadt sammeln? Ikayu und Goswin? Ilva und Goswin. Ja, dann eine Wildnislebenprobe von euch, um da Sachen zu finden. Und was wollte Ikayo? Wollte verpflegen, ne? Und Verpflegung, Hunde und Schlitten besorgen. Ja. Leuten die Dringlichkeit unserer Mission klar machen und ihnen Sachen aus den Rippen leiern. Also das, was ich bekam. Ich entscheide mich, bei Wildnisleben ganz auf den Rat von Ilva zu hören. Sehr gut. Ja. Bei den Würfeln, denke ich, ist das nötig. Also den Vierundsbären trägst du am besten so. Ilva muss noch würfeln. Nee, ich habe gewürfelt. Ich musste nur rechnen, 3 Qualitätsstufen. Ach so, ja. Okay. Dann konnte man das nur nicht sehen. Gut. 3 Qualitätsstufen. Ja, dann solltet ihr genug Material für die Bestattung finden. Das Dorf ist dem Erdboden gleichgemacht. Ihr findet auch da noch mehrere andere Leichen im Schnee liegen. Von den Leuten, die da standgehalten haben. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr die natürlich auch mitnehmen zum Bestatten. Allerdings wird dann das Feuerholz nicht reichen, was ihr gefunden habt. Naja, da das Dorf zerstört ist, also da sind jetzt schon zerbrochene Türen und sowas alles mit dabei, ja? Ja. Es ist halt alles nass und nicht mehr gut als Feuerholz zu gebrauchen. Also es ist hier aber auch durchaus üblich, so Steingräber zu errichten, ja? Ja. Ilva? Ja. Eingraben, so was du die ganze Zeit willst, das ist halt schwierig, ne? Weil meistens ist ja Boden gefroren. Wir können ja für die Leute hier im Dorf durchaus Steingräber errichten. Ich würde den Schwarzmagier nur echt gern so bestatten, dass da nicht irgendwann einer seinen persönlichen Horror miterlebt. Das wäre wahrscheinlich nicht so schlecht, ja. Ja gut, dann lass mal hier Steingräber machen und ich fange schon mal an zu schleppen. Mhm. Und das wird einige Zeit dauern. Dies ist ja auch ungefähr eine Tagesreise zwischen den Höhlen und dem Dorf, ne? Also von daher werdet ihr mehr als 2 Tage wohl brauchen für die ganze Aktion. Und verliert wertvolle Zeit oder verbringt die Zeit sinnvoll, je nachdem, wie man es nehmen möchte. Ja, Ikayo kann nochmal Handel würfeln.
handeln. Wo findet sich das? Handwerkstalent. Yes. Das kann ich. Das kann ich. Es gibt nicht viel, das ich kann, aber das kann ich. Ja, sag uns, das wie gut du das kannst. Das habe ich gerade bewiesen. 4 Qualitätsstufen. Ja, dann sollst du alles das den Leuten aus den Rippen leiern, was du möchtest. Leute bequatschen, das kann ich. Ja. Ilva und Goswin verbringen ja wahrscheinlich auch irgendwie, wahrscheinlich dann irgendwie eine Nacht oder so noch draußen, irgendwie in dem zerschundenen Dorf beim Sammeln oder so. Ikayu wird in der Tat irgendwann des Nachts wach, kurz bevor irgendwie die Bestattung des toten Magiers irgendwie vonstatten gehen soll, und wird wach wegen einem Schmerz, der ihr irgendwie durch das Gebein fährt. Schreckst hoch, hörst du das kleine Feuer noch prasseln, was ihr angelassen habt. Und schaust zu Lot hier rüber, der sich windet in seinen Decken. Und schaust dann so an dir runter und merkst irgendwie, dass das, ja, dass die Felle, mit denen du dich zugedeckt hast, mit Blut bespritzt sind. Oder so zumindest durchtränkt. Ist mein Bein verletzt? Ja, schaust irgendwie runter und siehst tatsächlich eine Schnittwunde auf dem Oberschenkel. Jetzt erst, wo okay. du sie siehst, merkst du erst den Schmerz. Dann möchte ich jetzt Folgendes versuchen. Ich habe ja mitbekommen, dass ich seit neuestem irgendwie, ich weiß nicht, so Verbindungen zu Leuten aufbauen kann oder so. Also irgendwas Komisches passiert da auf jeden Fall mit mir. Das ist mir nicht ganz geheuer, ehrlich gesagt. Ich finde das mehr als gruselig, ehrlich gesagt. Ja. Aber naja, im Norden macht man aus seinen Schwächen ja Stärken. Und dann fluche ich erstmal herzhaft, presse meine Hand auf die Wunde und denke mir dann so, jetzt reicht's. Nicht in meinem Zelt. Du Arschgeige. Und dann würde Ikayu zu Lot hier rüber humpeln. Ja. Quasi das Himmelslicht rausholen. Und sich so denken, ich habe keine Ahnung, was du bist oder was du mit mir machst. Aber ich muss jetzt jemandem helfen. Und dann würde sie dem schlafenden Lufttier quasi die Hand auf die Stirn legen. Und sie weiß nicht, ob sie das auch andersrum kann oder so. Aber sie würde sich quasi auf ihre innere Stärke berufen, ihre Sturheit. Ihr so, bis hierhin und nicht weiter. Und quasi irgendwie versuchen, das mit Lothier zu teilen. Um ihn quasi ja, abzuschirmen. Sie weiß nicht, ob das geht, aber mehr als versuchen kann sie es ja nicht. Und genau das würde sie halt versuchen. Sie würde ihren Geist nach Lothier ausstrecken. Sie würde versuchen, sich neben Lothier zu stellen im Geist. Oder vielleicht sogar noch ein Stückchen vor ihm, weil ihm geht's gerade nicht gut. Ja. Es geht ihm schlecht. Und da ist irgendwas, das tut nicht nur ihr weh, das tut ihm weh. Und sie hat jetzt die Schnauze gestrichen voll. Ja. Lothier, beschreib mal den Albtraum, den du gerade durchlebst und wie der Albtraum endet, als du ein merkwürdiges, stärkendes Gefühl bekommst. Was macht Lothier Angst im Traum? Ja, Lothier sieht sich tatsächlich erinnert an seinen schlimmsten Moment, als er von den Schneelauern umringt war. Allerdings ist diesmal kein Schwan da. Und das sind auch keine Schneelaurer diesmal, sondern das sind tatsächlich fast ponygroße, hundeartige Gestalten mit Mähnen aus purem Eis, und das ist ein Mäulern Säure tropft, die ihn hetzen. Über Stock, über Stein, er stolpert über Bäume, er fällt hin, ein Hund schnappt nach seinem Bein, beißt einmal kurz zu, schüttelt, lässt dann wieder los, als er nach ihm tritt, bleibt hechelnd stehen, und das
zieht sich über die gesamte Strecke, hat unzählige Wunden, bis er halt im Schnee zusammenbricht. Er fällt der Länge nach hin und er greift nach seinem Schwaden-Amulett und das zerbricht in seiner Hand einfach. Zerbricht in 1000 Teile. Und dann sieht er die Hunde näher kommen und er hält noch gerade so schützend die Arme vor sich, als er dann irgendwie einen doch Wärme spürt. Und in auf seine Hand guckt und die Bruchstücke von dem Schwanenamulett anfangen zu glänzen. Und das ist der Moment, in dem Ikayu halt vor dir steht, irgendwie siehst halt, wie Lothir sich in dem Bett windet und anscheinend einen Albtraum hat. Und du ihm die Hand irgendwie auf die Stirn legst, irgendwie diese beruhigenden, sturen Gedanken sendest. Das Amulett kurz anfängt, ein leichtes, glühendes Pulsieren von sich zu geben. Und dann ja, Lothir wacht nicht auf, aber er wird ruhiger. Ja. Und, ich weiß nicht, ob dieses Vieh mich hören kann. Aber es ist mir auch egal, weil wenn ich merke, dass er ruhiger wird, dann murmelt Ikayu leise vor sich hin. Genau. Es reicht. Der gehört zu meinem Rudel. Und wenn du dich mit ihm anlegst, legst du dich mit uns allen an. Und ich werde ihn nicht kampflos aufgeben. Er steht nicht alleine. Gut. Ich denke, mit dieser Szene können wir heute den Stream ein bisschen früher als sonst beenden. Die ich ganz schön finde. Ja, wir müssen morgen wieder früh raus und die Woche hat ziemlich an den Kräften gezehrt, deswegen dieses Mal leider nur 2 Stunden Spielzeit für uns, aber ich hoffe, ist auch für euch da draußen ganz okay. Ich habe gerade schon gehört, dass der Twitch-Fluch rumging. Der Twitch-Fluch rumging? Ja, die meisten konnten den Stream nicht richtig gucken. Ach ja. Oder viele nicht. Dafür gibt es ja die Aufzeichnung. Ja. Ja, dann gucke ich trotzdem mal, wer noch von dem Twitch-Fluch nicht betroffen ist. Das heißt, sind dann wahrscheinlich nicht so. Guck mal, da sind doch noch ein paar da. Alina ist da und Maris ist da, PositivityBot ist da, Schattenjäger ist da, Slowcool, Tüt, VNK, Würgoprotz, Jairobi. Danke fürs Zugucken und fürs nicht vom Twitch-Fluch betroffen sein. Feramin ist auch da, sehe ich gerade, ja. Und danke fürs Zuschauen. Danke an Feder, Pölle, Ririon und Leopard, den 202, fürs Mitspielen. Wie immer eine sehr, sehr tolle Runde. Wenn auch heute nicht so actiongeladen, aber immerhin. Emotional aufgeladen. Ja. Und viele neue Dinge erfahren heute. Und beim nächsten Mal schauen wir mal, wie wir Lothir wieder freikriegen von diesem Ding. Und mal schauen, ob der Dämon sich durch Ikayus Gefluche und beeindrucken lässt. Und ob Goswin ein schwarzmagisches Ritual durchführen darf. Und ob Ilva ihren Stamm trifft von den Hochelfenruinen. Das heißt, es erwarten uns viele tolle neue Sachen. Wann es weitergeht, erfahrt ihr auf dem Nordpol. Oben läuft die Adresse durch. Im Dezember ist das alles nicht in den normalen Mittwochabenden. Das habt ihr ja vielleicht schon mitbekommen, dass wir da ein bisschen Probleme haben mit der Terminfindung. Aber wie gesagt, der Nordpol beschreibt euch, wann es weitergeht. Ich bin jetzt gerade unsicher, wann es... Also ich habe meinen Kalender gerade nicht offen. Kann nicht nachgucken. 10. Dezember, siehst du mal. Ja. Wenn alles glatt geht, wird es am 10. Dezember weitergehen. Und achtet auf dem Nordpol. Ab morgen geht der Nordpol Adventskalender los. Das heißt, wenn ihr die Startseite vom Nordpol aufruft, wird dann jeden Tag ein neues Adventskalender-Türchen sich öffnen. Und man munkelt, das Türchen Nummer 1 enthält ein bisschen klingender Nachtbezug. Wir können mal sehen. Lasst euch überraschen.
Also morgen vielleicht ein kleines Häppchen Klingen der Nacht als Ausgleich dafür, dass heute nur 2 Stunden gespielt wurde. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ja, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr einen Kommentar auf YouTube unten hinterlasst, wären wir super froh, weil das ist immer super cool. Und ansonsten sag ich tschüss und die anderen hoffentlich auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.